Ha, Lilo, heute mal ein Video zum VMware Player. Virtuelle Maschinen machen, gut, es gibt auch VirtualBox als kostenlose Alternative, die bei Ubuntu sofort mit dabei ist, kann man auch installieren, aber ich wollte mal wieder einen VMware Player probieren. Gut, zur Vorbereitung mal Uname Leerzeichen minus A eingeben, um zu checken, welche Architektur ihr habt. Ich habe hier einen 32-Bit, also erkennbar ein i686. Manchmal steht da auch i386. Wenn da was von AMD 64 steht, dann habt ihr ein 64-Bit-System. 64-Bit, gut. Und mit dem Rüstwerkzeug auf die entsprechenden Seiten gibt es hier mittlerweile VMware Player 6.0 zum Zeitpunkt dieses Videos. Könnt ihr da runterladen. Und zwar Windows nicht, sondern wir sind ja hier unter Linux. Und zwar gibt es einmal die 32-Bit-Version, einmal die 64-Bit-Version. Wenn ihr also was mit AMD 64 gesehen habt, dann das da. Wenn ihr so wie ich die i686 bzw. i386-Version wollt, herunterladen. Ne? Je nachdem, was ihr so habt. Und dann kriegt ihr eine Datei. Gut, ich habe nämlich gesehen im Wiki ubuntuusers.de VMware Player, das ist schon ein bisschen älter. Das bezieht sich noch auf Ubuntu 12.04 und Ubuntu 10.04. Aber die Anleitungen sind trotzdem noch teilweise aktuell. Ne? Teilweise. Da steht noch was drin, von wegen, man muss sich registrieren, muss man hier nicht mehr. Gut, die entsprechenden Links füge ich dem Video hinzu. Gut, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen was. Und zwar, gehen wir clear, wir haben das ja runtergeladen. Und ihr sagt euch, was ist das für eine komische Bundle-Datei? Ne? Bundle, anbundeln wollen wir Downloads. Downloads bitte groß schreiben, ne? CD, Leerzeichen, D wie Downloads. Da sollte jetzt über den Firefox diese heruntergeladene Datei gelandet sein. Mit LS könnt ihr euch das auflisten, ne? Und dann mal markieren mit der Maus, Rechtsklick, kopieren. Den Namen, den brauchen wir jetzt. Sudo sh und dann ein Leerzeichen, ne? Also sudo sh, hinten Leerzeichen dran. Und dann Rechtsklick einfügen, den Namen und dann kann man das installieren. Enter. Passwort, ne? Weil sudo, ne? Adminrechte hier unter unserem Linux-System und dann kommt nach kurzer Zeit ein Installer. Ne? Und der Installer sagt einem dann, was man tun soll. Jetzt brauchen wir das Terminal nicht mehr. An die hinten erscheinenden Fehlermeldungen erstmal nicht stören. Gut. Gut. Ich hatte schon installiert. Ihr macht dann einfach mal weiter, bis es installiert ist und startet danach den Rechner neu. Ja, danach den Rechner neu starten. Ne? Gut. Haben wir das installiert, finde ich das hier. Ich habe hier das Cairo-Dock, ne, unter Systemwerkzeuge. VMware Player. Ihr sucht gegebenenfalls, falls ihr das normale Unity habt, oben links in der Ecke im Dash einfach nach VMware Player. Ihr solltet so ein Symbolchen sehen. Und da habe ich mir das mal schon mal eingerichtet. Ich habe mal Windows 8 drauf gemacht. Ne? Gut, ihr macht natürlich Create New Virtual Machine. Und dabei ist mir aufgefallen, dass er hier, ne? Dass er hier nicht anzeigt, mein CD-Laufwerk, sofern es als USB-Laufwerk angeschlossen ist. Ich habe ein externes, ne? Habe ich einfach angeschlossen, ist bequemer, kann ich mir schön vor meinem Monitor setzen. Und das wurde hier nicht erkannt, auch dem Pfad, ne, der in Ordner Media war, der wurde da nicht so erkannt. Ne, gegebenenfalls eine ISO-Datei machen, zum Beispiel mit K3B, wenn das nicht hinhauen sollte oder ähnliches. Ne? Gut, dann dem normalen Installationsprozess folgen. Ne? Da müsst ihr gegebenenfalls die Windows-CD, zum Beispiel vom Windows 8, da rein. Und ich gehe jetzt mal auf Play Virtual Machine, damit das nicht so langweilig wird. Ja? Also wir starten Windows 8 und den Hinweis, dass man gewisse Dinge, die ich hier zum Beispiel auf meinem PC habe, noch einhängen kann, der wird hier angezeigt. Zum Beispiel habe ich eine Kamera und noch bla bla bla, kann man hier einhängen lassen. Die Symbolchen dafür findet man unten in der Ecke, hier in dieser Ecke. Ne? Da sind, ne? Da kann man auch draufklicken und sagen, bitte füg jetzt das ein. Dies und jenes, was das alles so ist, Soundkarte, so weiter, bitte einhängen in die virtuelle Maschine. Gut, ich habe natürlich schon das Windows installiert und man sieht, das funktioniert. Ne? Ich habe hier auch die wackeligen Fenster, die es hier unter Linux gibt zum Beispiel. Ne?
Funktioniert prima. Ich kann es ja auch maximieren, wenn ich will. Und ähnliches. Hoch, runter, vorwärts und zurück. Hier seht ihr übrigens, die CPU-Auslastung geht eigentlich. Ne? Ich habe der virtuellen Maschine eine CPU gespendet, langt hier. Hier habe ich im Moment Windows 8 Pro. Das Netzwerk findet sich dann auch irgendwann mal, sofern ich es denn eingehängt habe. Und dann kriegt es hier noch seine IP-Adresse. Ne? Holt sich das. Wichtig ist, nachdem ihr die Windows-Installation erstmal fertig habt, die virtuelle Maschine, und zwar die VMware-Tools zu installieren. Ich habe die schon installiert. Ne? Hier Reinstall VMware-Tools steht bei mir, weil ich schon habe. Bei euch steht dann Installiere VMware-Tools. Und zwar unter Windows. Ne? Unter Windows, unter diesem simulierten Windows, möchte ich es mal sagen. Erscheint dann auf dem Computer ein weiteres Laufwerk. Jetzt habe ich es im Moment schon rausgenommen. Und da sind die VMware-Tools drauf. Die installiert ihr hier unter dem gedachten Windows. Dann funktioniert die Kommunikation zwischen dem gedachten Windows, das hier nur in einer virtuellen Maschine läuft, ne? Mein ganz normales Linux-System, läuft hier wunderbar weiter. Und dem Host, also dem Linux und dem Windows, funktioniert dann prima. So, VMware Player mag ich deshalb ganz gerne, weil man kann zum Beispiel ganz einfach was hin und her kopieren. Ne? Zum Beispiel, wenn ich da ein Bild habe, Rechtsklick, kopieren, hier unter Linux, ne? Jetzt gehe ich auf den VMware Player, Rechtsklick und einfügen kann ich darüber schieben, wenn ich es denn so will. Gut, hat jetzt natürlich hier wieder mal nicht funktioniert, weil ich hier wahrscheinlich irgendein Device nicht aktiviert habe. Gut, jetzt können wir das gerade mal testen. Rechtsklick, Connect, zum Beispiel Audio ist connected. Connected, ne? Okay. Alles miteinander verbinden. Connected, okay. Damit die beiden richtig miteinander sprechen. Was haben wir hier noch Schönes? CD-Laufwerk, WLAN-Adapter, könnte ich alles miteinander verbinden. Gut, also das Windows 8 geht. Ne? Sieht man hier, Rechtsklick, alle Apps. Sehe ich auch zum Beispiel die Systemsteuerung, System und Sicherheit und bla bla bla. Ne? Seht ihr alles. Funktioniert. Funktioniert. Warum ging das jetzt mit meinen Bildern nicht? Versuchen wir es mal kopieren. Da drauf, Rechtsklick, jetzt geht's, ne? Kopieren und einfügen. Ne? Also wie gesagt, es tut's. Ne? Wer unbedingt Windows haben will, hier in dem Beispiel. Windows 8, der kann's benutzen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Schließe meinen Rekord mal Desktop wieder mal ab mit STRG-C. Und tschüss.